Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. So hat es angefangen im September 2002, wo der Philipp und Susanne Jans Bleuer ist eingesetzt worden ins Amt in der Kirche Gümligen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott. Und ich habe gefunden, mit dem, was ich heute beim Abschied jetzt auch anfange. Denn es ist manchmal gleich wie damals, dass der Alex da ist und der Henk, neu ist der Michael dabei. Die zwei haben damals eine Revolution gemacht, zu Gümligen. Ihr wisst es. Das erste Mal eine verstärkte Musik in dieser Kirche. Das ist gar nicht gegangen in diesen heiligen Gümliger Halle. Seither ist manchmal gegangen. Menge Musik, Menge Anlass, Menge Fest, wo wir in dieser Kirche gefeiert haben. Aber auch Menge Gottesdienst. Gottesdienst, wo es immer darum gegangen ist, wie jetzt auch, uns zusammenzunehmen, zu einer Gemeinschaft zu verbinden und uns in eine andere Dimension zu bringen, nämlich in den Bezug zu dem oder der ganz anderen. Das ist ja das, was eben Gottesdienst auch bedeutet, dass man sich miteinander auf anders besinnt und sich inspirieren von den Pfarrerinnen und Pfarrern, die seit der Installation beauftragt sind, das Wort zu verkündigen, auszulegen, anzustehen als Pfarrerinnen und Pfarrer. Weil wer ist das schon, dass ich anstehen kann und sagen, schaut Leute, ich will euch die Bibel so und so auslegen. Ich bin dankbar für die Installation und Ordination, wo das eben sagt, hey, du hast den Auftrag. Du machst nicht einfach nur du, Philipp, du, Christoph, du, Ella oder wer auch immer. Nein, der Auftrag ist da. Und die Gemeinde hat entschieden, wir haben dich gewählt. Du sollst unser Pfarrer, unsere Pfarrerin sein. Und dann, wenn ich das alte Wort Gnade brauche, dann ist das immer so eine schwierige Sache, gell? Aber wenn ich euch jetzt von dem jiddischen Schlager erzähle, dann begreift ihr das. Bei mir bist du schön, kennt ihr? Bei mir hast du Chen, so im jiddischen Original. Bei mir hast du Gnade, das heisst, ich habe dich gern. Gnade meint das, ich habe dich gern. Und das ist doch das, was man eigentlich an jedem Sonntag, in jedem Gottesdienst will sagen. Gott hat dich und mich und uns alle in dem Sinn einfach gern. Menschen als Ebenbild von dem ganz anderen. Ich freue mich, dass wir miteinander feiern können und dass wir an dieser Stelle jetzt eigentlich die Weihung machen von unserem neu gestalteten Pfarrhausgarten. Es wird noch etwas warm heute, aber es ist schön. Und ich bin noch mehr froh, dass die Hex Corona, wie sie nämlich im Ottfried Brösler heisst, in der kleinen Hex, dass sie sich langsam zurückzieht und wir hier miteinander auch nachher können etwas essen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Essen zu holen. Da und zwischen Pfarrhaus und Kirchgemeindehaus. Und eben, ich muss euch unser Schutzkonzept noch verkünden. Das gehört dazu, heutzutage. Maske, wenn man zu nahe ist, Maske. Die haben sie alle schon abgezogen. Eigentlich Maske hat Kaiser müssen wir haben. Aber eben, die haben sie alle dabei. Und wenn jemand kommen würde, dann könnt ihr sie anlegen. Höchstens 6er-Gruppe, das stimmt etwa. Und Konsumation nicht im Stehen, sondern erst, wenn man sitzt am Tisch. Und es gibt eben Sandwich und Getränk. Zwischen dem Pfarrhaus und dem Kirchgemeindehaus und so. Und für die, die das Gefühl haben, es wird heute Morgen zu heiß, die können ins Kirchgemeindehaus gehen. Dort kann man... Ins Pfarrhaus, okay. Auf dem Zettel hat es noch geheißen Kirchgemeindehaus. Aber im Pfarrhaus kann man zuschauen, wo man dann ein bisschen an der Kühle ist. So, und das nächste Musikstück, eben nicht Alex und Henk, sondern Alex, Michael und Henk, ich freue mich. Musik
Ja, Philipp, du hast gebeten, dass ich für das Pfarrkollegium dir einen Gruß auf den Weg mitgeben würde. Ich möchte anfangen mit etwas, was du uns hier hinterlässt. Nämlich die Reben hier. Die hast du gepflanzt, wo du eingezügelt bist in das Pfarrhaus, wo es noch ein gewöhnliches Pfarrhaus war. Was jetzt noch fehlt, ist ein Feigenbaum. Den können wir ja vielleicht dort pflanzen und ihn gut einpacken. Beim Pfarrhaus zu Gümligen steht einer. Und der wächst seit Jahren und hat manchmal Feigen, manchmal nicht. Tun wir es also zusammen, das Pfarrhaus Gümligen, das Pfarrhaus Muri, Weinstock und Feigenbaum, dann ist Frieden auf der Welt, so sagt es der Prophet. Und das ist etwas, was ich immer wieder faszinierend finde, die Aussage. Ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und Feigenbaum. Dann ist Ruhe, dann ist Frieden, dann ist gut. Weil man hat ja dann feines Essen und zu trinken. Ja, also,
Manchmal ist schon gesagt worden an der Kirchgemeinsversammlung am Freitagabend beim Konzert mit der Shirley und dem Hank in der Kirche denen. Aber ich wollte noch ein paar Erinnerungen euch weitergeben und auch an Philipp. Wir zwei sind jetzt die Alte. Die, die schon manchmal erlebt in dieser Kirchgemeinde. Der Philipp noch viel mehr wie ich. Schließlich ist er hier aufgewachsen und war vorher pfarrerisch, KW-Koordinator. Wir haben manchmal Erlebnisse im Rucksack. Nicht nur Festivitäten, sondern wir haben hier und da auch Kriege zusammen. Und das war super. Wir haben wirklich streiten. So, dass wir am Schluss immer noch gefunden haben, sie sind ein guter Kollege. Und zwar haben wir gestritten, wie laut muss eine Lautsprecheranlage sein. Er ist der Spezialist, der das Leben lang das gemacht hat. Ich habe einmal gelernt, bei der Stresser-Akustik in Tübingen, dass man die Lautsprecher so einstellen soll, dass man sie gar nicht höre. Aber dass sie da sind. Und dass die Leute müssen die Ohren spitzen, damit sie es hören, weil dann müssen sie sich konzentrieren. Das sind verschiedene Philosophien. Und ich weiß nicht, richtig oder falsch gibt es wahrscheinlich nicht. Dann haben wir zusammen gefötelt. Er hat gefötelt, ich habe gefötelt. Und wir haben verschiedene Perspektiven auf die Welt. Super, wie sich das aus meiner Sicht ergänzt hat. Anders. Aber doch, beide haben wir die Welt probiert abzubilden. Mit anderen Blickwinkeln, anderen Perspektiven. Etwas, was uns verbunden hat. Ganz am Anfang, als ich den Philipp lehre kenne, hatte ich ein Problem mit meinem Deutsch. Und dann hat es geheißen, der Theologischen Fakultät der Gesellschaftsstraße 26, ja, da musst du den Stalder fragen. Und dann bin ich zum Stalder. Und der Fippo hat mir dann den guten Rat gegeben und ich konnte mein Deutsch wieder zurückmachen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, ist egal. Jedenfalls ist nachher das Auto wieder gefahren und irgendwann ist der Boden durchgerostet und dann war es fertig mit dem Deutsch. Dann Computer. Computer sind für uns beide etwas ganz Wichtiges. Und ihr wisst, es gibt Katholiken und Protestanten und es gibt Sättige, die nirgends dabei sind. Und so. Und der Philipp ist ein Katholik. Weil der Philipp hat einen Mac. Der Mac ist super, er funktioniert gern. Aber es ist ein geschlossenes System. Ich muss experimentieren, deshalb bin ich bei Bill Gates. Geht's oder geht's nicht? Das sind Unterschiede. Am Schluss kommt man aufs Gleiche raus. Hoffentlich. Und die zwei Kisten, ob Mac oder PC, das ist einfach Hilfsmittel. Was aber etwas ist, was uns beide hoffentlich noch lange begleitet und beschäftigt, ist die Freude und der Spass am Umgang mit biblischen Texten. Die Basileia Tute U, das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Kleines Korn, kleines Sämli, wo wächst und groß wird. Oder die andere Geschichte, kennen Sie alle. Ein Sämann ging aus, Samen zu streuen. Und nachher kommt Distel, Dornen und Gutsland und so. Oder eben dann die Geschichte von Micha mit Feigenbaum und Weinstock. Biblische Texte anzuschauen, zu lesen, zu studieren, auszulegen. Auslegen für heute, das ist etwas, was uns beiden, und ich möchte auch Ella mit einbeziehen, wir sind alle drei dort sehr engagiert an dem dran, gell, Ella? Das ist uns wichtig, die alten Texte zu nehmen und zu studieren. Und zu schauen, was sie uns heute können und wollen sagen. Ein bisschen Gegenstrichbürsten hier und da. Und dann eben eine Bibel. Nicht diskutieren über Altes und Neues Testament, sondern es ist eine Bibel, ein biblischer Text, ein Biblos, ein Buch aus verschiedenen Büchern. Und Philipp, dann habe ich noch etwas am Schluss. Du bist auch ein Fan von Liedern. Du hast da ein paar Lieblingslieder im Gesangbuch. Ich wollte jetzt heute Morgen eins zitieren. Ob es jetzt Lieblingslied ist, weiß ich nicht, aber es passt zu meinem Geschenk, das ich da im Päckchen habe. Es ist nicht wie.
wie da drauf steht, sondern es ist etwas anderes. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen, Güter und Gaben, was wir nur haben, alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Die besten Güter sind unsere Gemüter, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder. Und ich wollte dir ein bisschen Weihrauch mitgeben. Weihrauch, wo sehr viel THC drin ist, wo inspiriert, wenn man es richtig macht und nicht einfach verbrennt, sondern lässt schmelzen. Und ich habe das in einem Dösli gebracht, das du auch kennst. Ich habe noch ein paar Sättige und die sind wahnsinnig gebig. Nicht nur zum Filmen drin zu haben, wie früher, sondern eben auch für Weihrauch drin zu tun oder Senfsamen oder ich weiß nicht was. Euromünzen zum Beispiel habe ich auch in so einem Dösli drin. Fippo, kommst du mal? Also, das ist ein bisschen Weihrauch aus Jerusalem, von verschiedenen Kirchen gemischt. Und damit du das auch kannst brauchen, habe ich gestern Abend noch gebastelt. Oh, jetzt hat es verbogen. Das ist eben ein Ständer, wo du kannst ein Rehschockherzchen nehmen. So. Und dann, das hier ist das Wichtigste. Also ein bisschen Aluminium, wo du das können, theoretisch drauf tun und ein paar Weihrauchkörner, das Kerzchen anzünden und dann den Duft. Brauchen. Es ist nicht umsonst, dass man im Tempel dreimal am Tag ein Rauchopfer bringen muss. Du machst das sowieso, das Rauchopfer, oder hast du aufgehört mit Rauchen? So eben, gell? Aber eben, das Weihrauch im Tempel und in der katholischen Kirche, in der orthodoxen Kirche, das ist eben wichtig, weil es die Leute ein bisschen in eine andere Welt hineinbringt. Und du hast ja jetzt Zeit für die andere Welt. Also, alles Gute, vielen Dank für all die Diskussionen. Das, was jetzt neu ist worden bei uns, verdanken wir etliches an Philipp, gerade im Bereich von Musik. Und heute haben wir ein wunderbares Beispiel dafür, wie es eben kann anders sein kann mit anderer Musik. Saw my baby there, stretched out on a cold white table. So cold, so sweet, and so fair. Let it go, let it go, God bless her. Wherever she may be, she may search the whole wide world over. She'll never find a sweet man like me.
When I die, please bury me. Bury me in my hut upstairs in hell. Put a $20 gold piece on my watch, so the boys know I died standing pat. Roll out your old rubber tie carriage. Roll out your old time hat. 12 men going to the graveyard, and 11 coming back. Liebe Gemeinde, ich habe mir gewünscht, dass der Abschiedsfeier hier im Garten ist. Ich habe mit dem einzigen Chef, den ich wirklich akzeptiere, geredet, wegen dem Wetter. Und wie so manchmal hat er auch wieder etwas übertrieben. Es ist fast ein bisschen zu heiss. Aber wir hatten eigentlich mehr Angst gehabt, wir müssten den Schermen suchen. Ich glaube, dass unser Leben eine Reise ist. Das klingt ziemlich banal, das sagen ja ganz viele Leute. Aber ich möchte festhalten, es ist eine Reise, die wir zu Fuß machen. Nicht von TÜV, nicht von Velo, geschweige denn Cabriolet. Einfach zu Fuß, links, rechts, Schritt für Schritt. Und wenn alles gut läuft, laufen auch wir gut. Das geht von selber. Unsere Füße gehen von selber, wir haben einen guten Rhythmus. Das Leben ist leicht. Kommen wir vorwärts, ohne dass wir eigentlich so wissen, wo wir da hergehen. Und dann gibt es manchmal Wegkreuzungen. Es gibt Bitzen, wo es obsi geht. Es gibt Hindernisse. Plater an den Füßen. Manchmal sind wir einfach grauenhaft müde. Und dann kommen wir manchmal dorthin, wo wir zu Entscheidungen gezwungen werden. Wir wissen auch nicht nach der Entscheidung, es wäre gewesen, wenn wir die anderen hätten getroffen. Geht einfach nicht. Wenn wir älter werden, nimmt die Anzahl der Entscheidungen ab. Also ich kann zum Beispiel nicht mehr Spitzenfußballer werden. Also wäre ich ja mit 20 nicht gewesen, aber einfach, wenn ich das will, definitiv nicht. Aber was ich denke, ist, dass die Qualität unserer Entscheidungen zunimmt. Es werden weniger, aber solche, die wir, glaube ich, bewusster und häufig auch etwas ruhiger treffen. Ich hoffe, dass in Zukunft viel weniger entscheiden muss treffen, als ich die letzten 19 Jahre immer wieder haben müssen. Und dafür eine so etwas tiefere, bewusstere. Als Student habe ich mich mit dem Existenzialismus beschäftigt. Das war so meine Philosophie, der Sachtke, der Kierkegaard. Und
Nachher vor allem habe ich mich spezialisiert auf unseren Basler Heini, auf Karl Jaspers. Hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und mit 20 kann man nicht genug von dieser Philosophie, die immer von Entscheidungen redet. Das ist einfach das Zentrale. Jetzt werde ich also 65 und stelle fest, dass ich in meinem Leben wahrscheinlich gar nicht so viele Entscheidungen getroffen habe, wie ich mit 20 eigentlich wollte. Teilsachen habe ich entschieden und einen ganzen Haufen hat sich einfach ergeben. Oder ist mir zugefallen, geschenkt worden. So wie die Zeit, hier in diesem Pfarrhaus zu wohnen, mit meiner Familie, einfach ein Geschenk. Man hat gelebt wie Millionäre, ohne dass wir das Geld hatten. Aber es ist fast ein bisschen leichter eigentlich. In der religiösen Sprache von meinen Grosseltern hat man noch gesagt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Und vielleicht hat es ja von Gnade geredet. Ich bin mit dieser religiösen Sprache nie so gut zu schlagen gekommen, das habt ihr alle gemerkt. Wenn ich das eben übersetze, sage ich einfach, auch Beerdigungen häufig, ganze Haufen wird uns geschenkt. Überkommen wir einfach. So wie zum Beispiel die Musik da hier, die heute da ist. Merci. Und was ich jetzt dem 20-jährigen Philipp Stalden würde sagen, ist, du musst auch nicht alles im Griff haben. Ich glaube, gelernt im letzten Halbjahr, und da bin ich eigentlich dieser Corona-Situation dankbar, dass ich mich viel mehr darauf rausgelassen oder eingelassen habe, was mit Intuition zu tun hat. Ich habe häufig mit den Musikerinnen gar nicht mehr besprochen, sondern ihnen so gefühlsmässig gesagt, um was es geht, oder habe ihre Musik angehört und dann meine Gedichte zugeschrieben. Und ich habe gemerkt, je weniger Kontrolle ich ausübe, desto mehr können andere Menschen mitarbeiten und etwas beitragen. Viele von euch haben mich auf meinem beruflichen Weg begleitet und nicht wenige von euch auch in Teilen von meinem persönlichen Leben. Und eigentlich konnte ich beruflich und privat nicht wirklich trennen. Das hat doch wieder mit zu tun gehabt, dass der Weg vom Büro in die Küche ungefähr 7,5 Meter ist. Aber eigentlich wollte ich das Berufliche und Private gar nicht trennen. Mir hat es immer gedacht, wenn ich etwas am Sonntag oder bei einer Beerdigung so sagen soll, was Hang und Fuss hat, muss das mit meinem privaten Leben zu tun haben. Für eure Unterstützung und eure Begleitung danke ich. Ich danke auch den verschiedenen Behörden, die ich erlebt habe in dieser Kirchgemeinde. Immer war die Kirchgemeinde eine offene Kirchgemeinde. Christoph hat es vorhin angetönt. Wir zwei waren sehr verschieden ausgerichtet, vor allem in der Umsetzung von Gottesdiensten. Gott sei Dank. Ihr könnt schön froh sein, ihr nicht nur mich gehabt. Es ist ein Team und das befreit mich und hat mich befreit, immer mehr das zu suchen, was meine Stärke ist und zu wissen, ich habe Kolleginnen und Kollegen ringsum, die andere Stärke haben und das können leben. Und das empfinde ich als ein wahnsinniges Geschenk. Ich bin auch ein Mensch, der gerne Kritik hat und Widerspruch. Das hat manchmal Leute befremdet, dass sie so heftig diskutieren und so tun, als wüsste sie ganz genau, es hätte recht. Aber das war eigentlich immer nur ein Ausprobieren. Wann kommt der Widerstand? Was funktioniert? Und dann kommt man doch zusammen auf etwas Neues. Für mich hat der Diskurs immer zu mehr Klarheit geführt. Und häufig weiss ich gar nicht vor einer Diskussion, was ich eigentlich denke. Und dann lasse ich so ein paar Versuchsballons los und schaue mal, was die anderen meinen. Und aus diesem Gespräch heraus gibt es etwas Neues. Es ist so ungefähr das Gegenteil von der Arena. Da wissen am Anfang alle schon, was sie denken. Am Schluss denken sie immer noch genau das Gleiche, aber behaupten es einfach doppelt so laut. Die Kirchgemeinde hatte eine andere Kultur, das hat gefällt. Pfarrteam, Kirchgemeinderat, Verwaltung, Mitarbeiterinnen-Team. Wir haben zusammen diskutiert, gestritten, wir haben uns versöhnt, wir haben einander bereichert, haben zusammen gelacht und gefestet. Ich glaube, mein Highlight beruflich war etwas, was ihr nicht mitbekommen habt. Das haben wir im Pfarrteam gemacht, zwei Tage Zeit gehabt, um Visionen zu entwickeln. Und in der Umsetzung sind wir jetzt immer noch dran. Ich muss es dann nicht mehr so lange umsetzen, aber die Kolleginnen haben eigentlich die Visionen immer noch bei sich. Und ein Teil davon habt ihr schon mitbekommen, zum Beispiel der Feiertag, der jetzt nicht stattfinden konnte, aber wieder kommt. Oder eben der Feierabend, den wir jetzt halt virtuell gemacht haben, bis auf den Freitag, wo wir zuerst mal
zusammen in der Kirche waren. Danke euch allen. Und dann gibt es vier Menschen, die mich auf meinem Weg ganz besonders begleitet haben. Die Regina, meine Liebste, sie kommt am Nachmittag. Sie hat mir mit einer unbestechlichen Intelligenz zugelassen. Und es ist eine schwere Pilz, darum ist alle reden gerne und viel. Sie hat Fragen gestellt, Widersprüche formuliert und hat mich mit all dem Gerät immer wieder gedreht, aber auch erdreht. Und was ihr ganz sicher nicht wisst, wenn der Stalder einen Schreibstall hatte beim Predigen, dann ist er zur Regina und hat gesagt, schau, ich komme nicht weiter. Dann hat sie gefragt, was willst du eigentlich sagen? Er hat gesagt, also eigentlich möchte ich das und das und das und das sagen. Und dann konnte ich schon davon laufen und dann habe ich gewusst, was ich jetzt wieder sagen soll. Es ist so eine Art, man hat dann bei den Griechen gesagt, Peripathetik, die philosophiert während dem Umlaufen. Weil sie gesagt haben, wenn man läuft, kommt man auf bessere Ideen. Ich empfehle das auch am Bundesrat, Ständerat, Nationalrat, umlaufen, dann ist man in Bewegung, schon mal äußerlich, und dann kommt irgendwie der Kopf mit. Und so hat also die Regina eigentlich ganz viel mehr zu diesen Predigten beigetragen, als sie selber gewusst hat, weil ich habe sie auch angefangen zu fragen, weil sie gar nicht da war, was meinst du eigentlich? Und er so im Gespräch ein bisschen weitergeschrieben. Unsere drei Kinder, drei unterschiedliche Menschen, drei unterschiedliche Wege, die sie gegangen sind und gehen, drei Menschen, die ich immer wieder gerne habe, wo wir bis heute immer wieder neue Welten auftun oder auch neue Sichtweisen auf die Welt, in der wir drin leben. Drei mittlerweile Erwachsene, die mich immer wieder als Begleiter akzeptiert haben und ich glaube, hier und da geschätzt. Es ist eine Familie, die für mich extrem wichtig war. Man hat es vielleicht gegen aussen nicht immer so gesehen, aber ich bin einfach so Familienpapi, das gerne gsi. Was hat mich beruflich bewegt? Motiviert. Also ganz am Anfang muss ich zugeben, als Tontechniker verdient man nicht wirklich einen Haufen Geld. Auf einmal hatten wir drei Kinder. Von den Ferien von Korsika heimgekommen. Auf dem Postcheckkonto war es noch ein Hunderter. Und dann hat einer angerufen, kannst du hinkommen mischen? Oh ja, ja, ich kann hinkommen mischen, das ist super. Und irgendwie aus dieser Situation raus, oder in dieser Situation hin, hat mich Martin Kölbing gefragt, für den Unterricht zu geben und zu koordinieren. Zwei Jahre später hat mich die Pia, die dann die Pfarrwahlkommission präsidiert, gesagt, sie habe jetzt den Pfarrer gerade abgesagt, ob ich das nicht machen wollte, aber ich muss mich bis am Abend entscheiden. Und ich dachte, puh, ja, also, wegen dem Geld mache ich es auf jeden Fall. Das war so die erste Motivation. Ich bin aber mit meinem Hunger auf den Hühnliwald hochgejoggt, um den Entscheid zu treffen. Und mir hat es gedacht, da ist auch noch mehr als das Geld. Ich habe so ein bisschen mit diesen Buchen dort oben geredet. Das ist ja schon lange. Ich hatte das Gefühl, eigentlich kann ich das schon wieder machen. Ich war ja jahrelang nicht mehr im Pfarramt und nie mehr zurück wollen. Und nachher erinnert so die Festung, habe ich gesagt, mal, mache ich eigentlich gerne. Und jetzt hatte ich mir also 19 Jahre gehabt. Motiviert hat mich natürlich noch anders. Also, nebst dem Geld war es so, ein gutes Zuhause für unsere Familie helfen, aufzubauen. Hier sind wir ja gewohnt mit mehreren Katzen. Die Gescheitste ist überfahren worden, der Dümmste lebt immer noch. Wir hatten zwei Hunde gehabt. Wir hatten Zwerghüngeli, die ersten vier waren für die Füchse, weil die sind zur Nacht gekommen von hier. Und dann haben wir bessere Käfige gebaut. Also, wir haben wirklich gelebt. Und ich glaube, die grosse Motivation, die mich immer getrieben hat, war, mit Menschen in eine gute Resonanz zu kommen. Dass etwas hin und her geht. Früher hatte ich bei Beerdigungen immer Stress. Ich bin dann oben heim. Und vor allem, wenn mir die Leute gedankt und gesagt haben, es sei sehr schön gewesen, bin ich noch mehr gestresst gewesen. Dann habe ich gedacht, oh, das muss ich auch das nächste Mal noch mal ein bisschen besser machen. Das reicht ja sonst nicht. Und dann bin ich heimgekommen, mal eine Stunde nicht mehr machen konnte, einfach kaputt war. Und irgendwann habe ich gemerkt, der Stalder hat einfach zu viel kontrollieren. Er hat auch die Energie kontrollieren von denen, die zulassen. Und denen, die eigentlich ja sich kommen, für die Angehörigen zu tragen und ihnen mithelfen in dieser Situation.
Als ich das verinnerlicht habe, dass ich die Energie einfach fliessen kann, bin ich jedes Mal völlig aufgestellt, es klingt ein bisschen komisch, nach einer Beerdigung heimgegangen. Aber es ist so, dass die Energie nicht stimmt. Und ich stelle das auch bei Musikern fest, ich könnte mit dem Henk noch lange darüber reden, wenn ein Musiker zu viel kontrollieren will, wird es zickig. Man muss gehen. Und das Publikum reagiert eigentlich mit Energie. Und das ist für uns Pfarrmenschen genau gleich wie für Künstlerinnen, die auftreten. Man muss in das grosse Ganze hineingehen. Das war so eine grosse Motivation, die Resonanz zu finden, zu schauen, wo passiert etwas. Und letztlich eigentlich, das klingt jetzt wahnsinnig fromm, aber das bin ich irgendwie auch, immer wieder der Galiläer. Der Mann, der vor 2000 Jahren in einem unbedeutenden Nest, in einem unbedeutenden Landteil vom Weltreich, vom Römischen, ist geboren worden. Ohne jedes Vermögen, ohne einen festen Job, oder eigentlich gar keinen Job, aber auch keinen festen Wohnsitz, keine Familie, ein Sans-Papier ohne AHV und Pensionskasse. Der Galiläer, der von der jüdischen religiösen Oberschicht und der römischen Besatzungsmacht ist umgebracht wurde, weil er die Machtspiele und das grosse Verdienen hat die Frage gestellt. Der Mensch, der für mich eine unbeirrbare Spiritualität gelebt hat, bevor es das Wort überhaupt gegeben hat, der Jesus, der hat mich immer wieder motiviert, thematisch berührt. Der hat mich mehr als mir lieb war, in Frage gestellt. Mit dieser Frage, wem dienst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Dienst du der Macht vom Geld? Oder dienst du der Kraft von der Liebe? Suchst du das, was über alle Grenzen verbindet? Oder willst du eigentlich nur dich selber hervorheben? Es sind so die Fragen, die ich euch auch gestellt habe in den Predigten. Ich glaube, was Jesus gefragt hat, wem dienst, das ist so einfach, so banal und ist so wichtig. Wenn wir Politiker dazu bringen, sich jeden Morgen beim Spiegel die Frage zu stellen, wem diene ich heute, und sich am Abend immer noch in den Spiegel schauen, dann wären wir viel weiter. Kein Mensch ist gut, hat der Galiläer gesagt. Auch er selber nicht. Er hat das mal einer Beerdigung gesagt, dann hat mir einer geschrieben, das sei gar nicht wahr, Jesus sei ja Gottes Sohn gewesen, das sei gut. Dann hat er gesagt, nachlesen im Lukas-Evangelium, nein, nein. Jesus hat den, der als guter Meister angeredet hat, abgefuhrt. Er hat gesagt, gibt nicht gute Menschen. Sebastian hat am Freitag gesagt, es sei einer, der in der Grauzone daheim war, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ich glaube, das ist genau richtig. Ich habe mich davon probiert zu lösen, immer recht zu haben. Das ist gegen meinen Charakter gegangen. Ich habe mich lösen, davon zu wissen, was gut und böse ist, was hell, was feister. Ich habe manchmal entdeckt, dass im Feisteren sehr viel Licht ist und im Hell sehr viel Verblendung. Es ist eine Sache, wo ich sagen kann, ich war so auf einer Reise gewesen. Und die hört nicht auf. Ich glaube, 65 ist nicht der Schlusspunkt. Das haben ja Schlagersänger schon behauptet, dann fängt es an. Das Gefühl habe ich nicht. Ich gehe gern, das habe ich schon mehreren von euch gesagt, aber nicht, weil ich gerne von euch weggehe oder von Muri weggehe, sondern weil ich froh bin, dass ich in Zukunft ein bisschen konzentrierter einfach an einem Projekt sein kann. Als Pfarrperson hat man immer etwa 15 auf dem Tisch. Und da merke ich, es ist super. Ich konnte zuerst mal mit einem Musiker den ganzen Tag mischen, ohne dass ich das Mail angeschaut habe. Auf so solche Momente freue ich mich sehr. Der Jesus als Motivation, der gesagt hat, die Mächtigen von dieser Welt, die furchtbar Mächtigen von dieser Welt, heute heissen die eben Steve Jobs, der ist zwar jetzt gestorben, hat ihm auch so nichts genützt. Vielleicht sind es Multimilliardäre, vielleicht sind es Staaten, die Steuern hinterziehen helfen. Die Mächtigen, hat Jesus gesagt, die werden von ihrer Macht befreit werden. Und die, die schwach sind und nichts zu sagen haben, die werden etwas zu sagen haben, zu ihrem Recht kommen. Ja, diese Vision eigentlich immer geglaubt. Es ist eine Vision, die gross ist. Es ist eine Vision, die vom grossen Ganzen redet. Jesus hat dem Reich Gottes gesagt. Ich finde, die Vision verwirklicht hier und da in guter Musik,
in Texten, die genau treffen, in der Teufel von Bildern, manchmal im Schnaufen vom Wald. Oder jetzt wieder, wenn man unter Wasser in der Aare schwimmt und Kieselsteine zusammen so gehört rollen und man merkt, aha, das ist so der Fluss. In diesem Fluss wird die eigentlich gäng sein. Reich Gottes. Der Josef Beuys hat das anders ausgedrückt. Er hat gesagt, wir reden von einer sozialen Plastik als einem ultimativen Kunstwerk. Soziale Plastik war für ihn, dass die Menschen eine Kunst vom Zusammenleben auf diesem Planeten entwickeln. Eine Kunst vom Zusammenleben, die gerecht ist und für alles Leben schaut. Ich wünsche der Kirchgemeinde Muri Gümligen, dass sie auf der Suche nach dieser Kunstform bleibt, dass der Gang in Bewegung bleibt, dass ihr wisst, wir stehen in einem viel grösseren Ganzen als nur unsere Traktandenliste. Wir stehen in diesem grossen Innen, wo euch die Menschen zuerst bewegt. Jesus, das ist jetzt so mein Schlusssatz, Jesus, der hat ohne äußere Macht, ohne sichtbare Erfolge, unendlich viel mehr bewegt als der damalige römische Kaiser mit all seinen Soldaten und seinem Gold. Das ist Ostern. Amen.
Grüß euch miteinander. Ich bin Kathrin Upschmid, ich bin im Co-Präsidium seit Anfang Jahr vom Kirchgemeinderat. Es ist eigentlich ein bisschen wüst, dass ich hier muss reden nach diesen Profi als Nicht-Profi. Aber ich mache es kurz. Es geht um einen Abschied von Philipp Stalder. Er ist 19 Jahre, das haben wir schon gehört, als Pfarrer in der Kirchgemeinde Muri-Gümligen. Und jetzt tut er zurücktreten, er wird pensioniert. Er hört also auf, Pfarrer zu sein in unserer Gemeinde. 19 Jahre, das entspricht fast einer Generation. Theoretisch wäre es möglich, dass er Kinder tauft von Leuten, die er selber schon tauft hat. Ich weiß nicht, ob es so war, aber theoretisch wäre es möglich. Er hätte sogar erwachsene Trauen können, die er schon tauft hat. Das ist eine lange Zeit. Und die lange Zeit die wird auch lange Zeit auslösen. Da bin ich überzeugt. Das wird sie hinterlassen, lange Zeit. Einmal bei uns allen und vielleicht auch bei dir. Ich weiß es nicht. Was bleibt? Ich denke, es bleibt viel. Es bleibt Erinnerung an einen Mann mit einer schönen, warmen Stimme. Seine Sprache war manchmal wie Musik. Aber Musik mit einem klaren Inhalt. Natürlich, jede Musik hat Inhalt. Aber seine Stimme, seine Musikstimme, die hat Inhalt hinterlassen. Er hat sich interessiert für die Menschen. Das hat man deutlich gemerkt. Er hat sich interessiert für Alte, für Junge. Er hat sie wahrgenommen. Und das ist etwas, was nicht alle Leute machen. Er hat sich gekümmert. Gerade bei Abdankung, er hat es ja schon selber gesagt, hat er sich reingegeben und hat Kontakt gefunden zu den Leuten. Die Liebe hat eine grosse Rolle gespielt in seiner Theologie. Es war ein entlastender Glaube. So ist mir immer einmal vorgekommen, entlastend. Die grosse Liebe als Bild von Gott, das hat man einleuchten. Aber auch die Liebe zu anderen Menschen, zu sich selber, das hat er den Jungen auch predigt und probiert mitzugeben. Die Liebe zu sich selber, das ist etwas, was nicht viele Leute haben können, wirklich. Und die Liebe zur Umwelt, zur Philosophie, das haben wir ja gehört, und natürlich zur Musik. Er hat gegen die Verbindung von Wort und Musik gesucht und gefunden, auch, dass sie sich miteinander integrieren. So viele interessante und eindrückliche Texte hat er übersetzt in ein wunderschönes Berndeutsch, dass man gar nicht hat gemerkt hat, dass es Übersetzungen sind, dass es nicht original sind. Und es war ihm wohl dabei. Und manchmal hat es noch lang nachgeklungen. Sitzungen hat er, glaube ich, nicht so gerne gehabt. Ich weiss es eigentlich zwar fast nicht, weil ich ihn nicht manchmal angetroffen an einer Sitzung. Aber sonst hat er seine Meinung klar äußern, das hat er ja auch schon gesagt. Wenn er irgendwo für oder gegen etwas oder jemand war, hat man es schnell gemerkt. Das ist aber gäbig, wenn man merkt, was jemand meint.
Ich rede hier eigentlich nicht als Kirchgemeinderätin, weil ich wüsste nicht recht, wie ich da müsste reden. Wir sind so eine unterschiedliche Gruppe. Ich weiß nicht, ob man da eine Stimme würde finden. Ich rede noch ein bisschen als ein Doktor. Doktor und Pfarrer, die haben eigentlich viel gemeinsam. Obwohl sie manchmal ein spezielles Verhältnis haben miteinander. Eigentlich könnten wir uns ja wunderbar ergänzen. Gerade in schweren Krisen oder vor allem natürlich am Ende des Lebens. Darum, ich habe so ein Büchlein gesehen, bei uns in der Ärztezeitung, der Schweizerischen Ärztezeitung. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre etwas für Philipp. Es ist, heisst «Der letzte Zug». Ich hoffe, du kennst es nicht. «Der letzte Zug». Es geht nicht um diese Bahn, es geht um die Schachspiele. Und zwar ist ein alter Pfarrer und ein alter Doktor, die zusammen spielen. Und es wird dann noch spannend, einer davon landet dann noch im Gefängnis. Aber das, wer will jetzt nicht sagen, das soll er dann selber lesen. Es ist nur dünn, es tut ihn nicht abhalten von der Musik. Also es braucht nicht viel Zeit, das zu lesen. Weil die Musik, das ist ja jetzt das grosse Standbein, das haben wir gehört. Also, muss ich mich auch ein bisschen drehen. Philipp, im Namen von meinen Kolleginnen, das kann ich sicher sagen, im Namen vom ganzen Rat, möchte ich dir den Dank aussprechen für alles, was du für uns gewesen bist und für uns gemacht hast und für unsere Gemeinde da hast über die vielen, vielen Jahre. Die Zeit kommt dem ja jetzt ganz kurz vor, aber es hat natürlich müssen durchgestanden sein. Ich wünsche dir und ich denke auch im Namen von allen, dass du die Zeit, die jetzt kommt, kannst geniessen. Dass du sie wirklich kannst geniessen, noch viel kannst anreissen und ausführen, Projekte begleiten oder überhaupt Projekte aufstellen. Projekte, die dich vielleicht schon lange gelustet haben und nicht Zeit hast. Hoffentlich kannst du auch Neues lernen, kannst üben oder aneignen. Und damit neue Erfahrungen sammeln. Vor allem aber wünsche ich dir Gesundheit, dass so richtig eine schöne Zeit vor dir liegt und eine möglichst lange Zeit vor dir und vor deiner Familie. Jetzt ist der Vorteil des Co-Präsidiums vielleicht, dass man manchmal schon zwei Geschenke bekommen kann. Jetzt musst du halt einfach ein bisschen in die Nähe kommen. Grüß euch miteinander, ich bin Tanina Amon, ich bin im Co-Präsidium mit Katrin und ich habe Philipp etwas mitgebracht für seine Zukunft und dass er auch zwischen wieder mal den Weg ins Pfarrhaus findet. Du hast vorhin gesagt, Profifußballer könntest nicht mehr werden, aber das, was ich mitgebracht habe, Profi-Betankspieler könntest du vielleicht noch werden. Das ist schwer. Wir haben ja hier Profi-Betankspieler schon da. Sie kann dich dann vielleicht einführen. Alles Gute. Check your textbooks, you may bring your time, you'll touch down on dirt, yeah, you can take a hike, you can bring reason.
will this cover true? Where there be dragons, beats the heart of the blue. Sit in the garden, marvel at the blossoms and leaves, where nothing grows. You will hear the river weep. All it takes for all hell to break loose. You have to watch this man. You owe it to yourself to listen to his blues. One sunny afternoon, made a tiny room fly to someone like that. You just don't say, you don't say goodbye. In deinen Predigten, lieber Philipp, ist häufig das Thema Gerechtigkeit im Zentrum gestanden. Mit deiner jesuanischen Theologie hast du dem Leben dienen und den Menschen in den Fokus rücken. Dir war es ein Anliegen, die zentrale Stellung von dem Mann, Jesus von Nazareth, dem Galiläer, seine Botschaft und sein Handeln weiterzugeben. Und nicht als Wahrheiten, sondern als lebensdienliche Ressourcen, als Richtschnur, wem dienst. Der Jesus hat weder eine Kirche gründen noch eine Religion stiften.
Aber sein Impuls hat das Entstehen von einer sehnsuchtsvollen Gemeinschaft gefördert. Und in diesem Sinn hast du auch Kirche verstanden. Also Gemeinschaft, die hofft, aber nicht nur hofft, sondern die sich tatkräftig engagiert, die Solidarität lebt und sich einsetzt für die Schwachen. Eine Gemeinschaft, die die Rechte der Menschen praktiziert. Im zweiten Artikel der Menschenrechtserklärung von 1948 heisst es, dass jeder Mensch Anspruch hat auf die in der Erklärung erwähnte Recht, ohne Unterschied nach unter anderem Hautfarbe, Geschlecht oder Religion. Und so eine Gemeinschaft ist eine Utopie, eine Vision, die auch du, Philipp, dir in deinen Predigten und auch noch gerade vorhin immer wieder ausgemalt hast. Die Würde von jedem Mensch muss unantastbar bleiben und niemand darf zum Objekt werden. Und genau das, die Würde von jedem einzelnen Mensch, ist heute der Gefahr von der Globalisierung und der Digitalisierung ausgesetzt. Die Gefahr, von denen man beim Verfassen von der Menschenrechtserklärung noch nicht gewusst hat. Und die heutige, unsere Gesellschaft steht für neue, dringende Herausforderungen, wie zum Beispiel der Klimawandel und künstliche Intelligenz. Der deutsche Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat in diesem Zusammenhang neue, zusätzliche Menschenrechte verfasst, die wir alle im Netz unterschreiben können. Heute müssen wir, so sagt er, wieder über unsere Gesellschaft entscheiden, wie wir sie wünschen. Und seine sechs ergänzende, für die europäischen Bürger denkenden Grundrechte lese ich euch jetzt als Gebet. Wir wollen uns einsetzen für eine Gemeinschaft, in der es selbstverständlich ist, dass jeder Mensch das Recht hat, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Jeder Mensch das Recht hat auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Jeder Mensch das Recht hat, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Dass jeder Mensch das Recht hat, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Und jeder Mensch das Recht hat, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Jeder Mensch wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben kann. Wir wollen die Verantwortung tragen für die Menschen, die schwächer sind als wir, und den nachfolgenden Generationen etwas Glückliches hinterlassen. So möge es sein. Jetzt wird es kurz. Ich möchte sehr herzlich danken den Herren. Alexander Päfgen im Klavier, Michael Fluri der Posaune und dem Gesamtausdruck und dem Henk Schitza für seine langjährige Begleitung. Er hat mehr als Tontechniker engagiert vor Jahren und wir haben Tausende von Kilometern zusammen Deutschland gefeiert und die feinen Raststätten mit diesen grossartigen Teigwaren. Schön bist du heute hierher gekommen, es gibt etwas Besseres zum Mittag. Ich möchte, ja, bitte Applaus für Sie. Ich möchte allen von euch danken, die mich über all die Jahre getragen und manchmal schon erträgt haben. Ich möchte allen von denen danken, von euch, die hier und da mit mir zusammen etwas geträumt haben,
weil dann manchmal etwas ganz anderes verwirklicht haben. Ich möchte allen von euch danken, dass ihr heute da seid und dass ihr in den vergangenen Jahren einfach da präsent seid. Merci. Zum Schluss habe ich mir gewünscht, dass ich einfach so der Segen, wenn ich den am liebsten habe und selber so formuliert über all die Jahre, dass ich den heute sprechen darf. Wenn wir es jetzt sammeln zum Segen, dann bleibt natürlich sitzen. Geht in dieser Kraft, die euch gegeben ist. Geht in einem leichten und offenen Geist. Berührt hier und da unsere Erde mit Liebe und Respekt. Sie ist unsere Mutter und Heimat auf die Zeit. Schnauft unsere gemeinsame Luft. Spürt sie als die grosse ganze Liebe, die ihr beim Einschnaufen aufnäht und beim Ausschnaufen weitergeht. Amen. Love, oh love, careless love. Love, oh love, careless love. You cause me to weep. You cause me to moan. You cause me to leave my happy home. Careless love never drive a stranger from your door. Careless love never drive a stranger from your door. It may be your best friend knocking on your door, and it may be your brother you would never know. Just look how you've been dragging me around. Careless love, just look how you've been dragging me around. Caused me to forsake my mother. Now she's laying in 6 feet of ground. Careless love, I just can't let you drag me down. Careless love worried my mother until she died. Careless love worried my mother until she died. Darn you, I'm gonna shoot you. Shoot you 4 or 5 times. And stand over your buddy until he finished dying.